Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Speedbuild. Ich freue mich drauf, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir nun zusammen hier ein weiteres Haus bauen werden. Wie ihr sehen könnt, wir sind noch immer in Windenburg, dort auf der kleinen Insel, wo auch das kleine Grundstück ist, das 20x20 große Grundstück, was ich ja sehr gerne nutze, um ja etwas kleinere Häuser zu bauen. Und auch diesmal soll es ein, ja, nicht Tiny House werden, aber doch wieder ein etwas kleineres Häuschen für einen Sim. Also hier kann ein Sim drin wohnen, dafür ist es ausgelegt. Wenn ihr es natürlich ein bisschen umbaut, ein bisschen vergrößert, dann können natürlich auch wesentlich mehr Sims drin leben. Wir haben ja noch genug Platz, um das Ganze zu vergrößern. Also auch da ist es auf jeden Fall noch möglich, mehr Sims hier einziehen zu lassen. Das Ganze ist jetzt auch wieder hier ein A-Frame-Haus, also ein im Deutsch nur Dachhaus. Ich finde die Bezeichnung aber relativ bescheiden, nur Dachhaus. Deswegen nenne ich es lieber A-Frame, weil es eben aussieht wie ein A. Und es besteht eben, ja, wie der deutsche Name eben entsprechend sagt, aus einem Dach. Nur aus einem Dach, mehr oder weniger. Wir haben jetzt hier noch so einen kleinen Anbau, damit ich ein bisschen mehr Fläche habe, aber das ist so das, dieser Stil davon. Und den habe ich ja schon mal umgesetzt. Also ich habe in, ich habe für Eco Lifestyle, habe ich, meine ich, ein A-Frame-Haus gebaut und dann schon mal eins, ein anderes, ein weiteres Haus, nur mit einem Dach. Genau, also das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich was baue. Aber ich finde noch immer diesen Stil relativ interessant. Man kann trotzdem noch einiges herausholen und das Ganze immer noch ein bisschen anders aussehen lassen. Was ich auch nochmal vorhabe, vielleicht, wenn ich das mal umsetze, mal schauen, ist, dass ich ein A-Frame-Haus baue, was eine riesengroße Glasfront hat als Dach. Und ich glaube, das sieht auch ganz cool aus, könnte ganz nice sein. Das steht also auch noch auf meiner Agenda drauf. Da haben wir auf jeden Fall noch genug Sachen, die wir entsprechend umsetzen können. Das Haus, wie gesagt, ist ein bisschen kleiner geworden, reicht für einen Sim. Ich habe mir auch hierbei wieder so ein bisschen diese Geschichte dazu überlegt, dass der Sim eben ja so ein bisschen mehr in die Richtung Musik geht. Das fand ich ganz interessant hierbei. Vielleicht so ein Komponist, der hier auf die Insel gezogen ist, um ein bisschen Ruhe zu haben, wer weiß. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen so die Story, die ich mir so ganz grob überlegt habe. Also hierbei ist es keine riesengroße Story, wie ich es manchmal bei den Familienhäusern ausdenke, aber hier ist es so ganz minimalistisch gehalten, was die Story angeht. Genau. Dadurch, dass das Haus eben entsprechend sehr klein ist, haben wir auch gar nicht viele Räume, die wir einrichten können oder müssen. Wir haben jetzt hier das kleine Badezimmer. Diesmal habe ich es nicht rausgeschnitten, weil es ja gesagt wurde, ab und zu möchtet ihr auch mal ganz gerne das Badezimmer sehen, wie ich es einrichte. Ich habe es hier ein bisschen moderner gehalten. Das sind jetzt Sachen hauptsächlich aus Jahreszeiten und aus Tiny Living. Ja, genau. Und genau, also es ist ein bisschen moderner gehalten, das Ganze. Das Wohnzimmer und die Küche ist dann hier im Anschluss. Und das ist eben ein großer Raum. Eben entsprechend dort kommt die Küche rein, das kleine Esszimmer und eben auch so einen kleinen Wohnbereich, wo die Sims sich dann hinsetzen können, Musik hören können oder beziehungsweise auch Fernseh schauen können. Ich habe mich jetzt hierbei mal tatsächlich auch für die etwas modernere Küche entschieden. Also das Ganze sollte schon ein bisschen moderner sein. Genau, das ist jetzt eine der Küchen, die ich relativ selten benutze. Aber ich fand es mal hier ganz passend, vor allem auch mit diesem Kontrast mit dem Metall, dunklem Holz und dann eben die doch sehr warme Farbe von der Tapete, von der Wand. Genau. Und das ist hier so eine kleine, schicke Küche, wie ich finde. Ne? Alles ein bisschen moderner gehalten. Alles eben auch hier in Schwarz gehalten. Vor allem eben auch die Möbel bzw. dunklem Holz zum Kontrast eben. Das sollte auch entsprechend so sein. Und genau, das ist soweit, was hier in der Küche passiert. Ist ja nur eine kleine Küche, deswegen ist auch gar nicht so viel umzusetzen. Wir haben auch dieses riesengroße Fenster, was wir ja mit diesem Sphere nachhaltig Leben bekommen haben. Deswegen können wir da auch großartig keine Regale platzieren, keine Schränke, die wir jetzt hier sehen. Deswegen ist das alles so ein bisschen, ja, weniger ist mehr tatsächlich jetzt hier in dieser Küche. Aber ist ja auch nicht mal schlecht, wenn man mal hier eine etwas, ja, kleinere, zurückhaltendere Küche hat, als wenn man so ein riesengroßes Monstrum, mehr oder weniger. Genau. Was natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich auch ein Küchentisch, Esstisch.
Dieser sitzt hier aus die Sims 4 Nachhaltig Leben, genauso wie entsprechend auch die Stühle und die kleine Pflanze, die auf dem Tisch drauf steht. Ich fand, sie passte ganz gut dazu. Es ist ja so ein bisschen so ein Problem mit den Holzfarbtönen und den Stilen, die man immer wieder mischt und zusammenpackt. Aber ich fand, das passte jetzt ganz gut dazu. Dazu gibt es auch entsprechend das Sofa aus Nachhaltig Leben. Nein, das ist es nicht. Doch. Nein, aus Tiny Living, mein Gott, aus Tiny Living ist das Sofa. Genau, da ist es her. Genau, wir haben jetzt hier also nur so eine kleine Ecke entsprechend, wo eure Sims sich hinsetzen können. Dadurch, dass wir auch nicht sehr viel Platz haben, konnte ich natürlich auch hier jetzt kein riesengroßes Dreier-Sofa reinmachen oder wie das dieses der deutsche Standard ist, ne? Dreier-Sofa, Zweier-Sofa-Sessel plus den massiven Couchtisch mit dem Fliesenspiegel obendrauf. Das konnten wir jetzt hier nicht umsetzen, das wollte ich glaube ich auch nicht umsetzen, deswegen wird es hier so ein bisschen ja, moderner angehaucht eben entsprechend. Ja, eine kleine Schrankwand darf trotzdem nicht fehlen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen etwas ja, moderner gehalten ist. Hier jetzt in schwarz, kleiner Fernseher obendrauf und dann eben das große Bild hier aus Großstadtleben. Mal in einer etwas anderen Farbgebung und ein etwas anderes Muster mit diesem komplett schwarz. Ist auch etwas, was ich relativ selten benutze, zumindest dieses Motiv. Ich bin da eher für die etwas helleren, schöneren Motive, aber ich fand, das Schwarz passte jetzt hier ganz gut mit dazu. Das unterstreicht so ein bisschen hier die schwarze Einrichtung und gibt so einen kleinen Farbklecks dort eben entsprechend an der Wand. Wie immer, die Probleme, tja, mit den Gardinen, mit den Jalousien, mit dem, was Vorhängen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich hoffe, irgendwann kriegt EA es nochmal hin, dass sie tatsächlich auch vernünftige Gardinen mal zur Verfügung stellt. Aber ja, ich glaube, da kommen wir nie auf den grünen Zweig. Ich habe auch so ein paar kleine Trophäen hier verteilt, die so ein bisschen daran erinnern könnten, dass wir hier einen Musiker haben, der vielleicht für seine Musikstücke schon den einen oder anderen Preis gewonnen hat. Ich fand diese Idee ganz gut, dass wir das eben so ein bisschen umsetzen können und dass er dort eben diesen Preis ja so ein bisschen präsentiert in diesem kleinen Kasten aus The Sims 4 schick mit Strick, da ist er weg, genau. Und ja, dann ist soweit das Wohn-Esszimmer und die Küche auch fertig. Und dann kann es nach oben gehen in das kleine Zimmer. Und dort entsteht, wie sollte es anders sein, das Schlafzimmer-Büro. Wie gesagt, ihr könnt es hier natürlich auch noch ein bisschen vergrößern, dann könnten hier theoretisch auch zwei Sims drin wohnen, entsprechend wenn ihr dort ein Doppelbett reinpacken würdet. Geht natürlich alles, ist kein Problem. Hier ist aber erstmal nur für ein Sim ausgelegt. Das Bett ist eben aus The Sims 4 nachhaltig leben. Also auch dort sind immer noch sehr viele Objekte, die ich immer noch wieder verwende, weil ich das Pack einfach von den Objekten her sehr schön finde. Auch wenn es vielleicht ein bisschen alt anmutet, dass so diese Fransendecke auf dem Bett liegt. Die ist vielleicht nicht ganz so hip und modern, aber trotzdem finde ich es ganz schön, dass wir im Hintergrund eben ja diese beiden Dekokissen noch haben, die farblich abgesetzt sind, zusammen eben auch mit dem dunklen Holz. Ich finde, es gibt einen sehr, sehr schönen Kontrast und deswegen finde ich das Bett an sich doch sehr schön, wenn ich auch diese Fransendecke dort auf dem Bett nicht ganz so toll finde. Aber gut, das ist Geschmackssache. Hier gibt es entsprechend noch den kleinen Arbeitsplatz, der nicht fehlen darf, ne? Entsprechend, wenn man, ja, was komponiert oder wie auch immer, was man als Musiker eben so macht. Hier sieht man auch so ein bisschen dieses kleine Regal aus an die Uni, wo auch so ein bisschen diese Richtung Musik geht. Klar, es darf natürlich auch einen kleinen Schrank nicht fehlen, dass eure Sims sich auch mal umziehen können. Gitarre ist auch noch vorhanden. Wir haben also zwei verschiedene Gitarren hier. Klar, wenn man so ein bisschen Musiker ist, hat man auch da unterschiedliche Gitarren. Ich meine, es gibt ja Konzertgitarre, Western-Gitarre und was nicht alles, elektrische Gitarre. Ich bin da jetzt kein Gitarren-Experte oder Instrumenten-Experte. Ich hatte nur einen Bekannten mal, der entsprechend das gesammelt hat, also Gitarren entsprechend. Und der hat mir mal so ein paar Sachen gesagt, aber das war es auch schon. Mehr weiß ich nicht darüber. Ich weiß es nur, dass es diese drei Unterschiede gibt. Und dass jede dann so ein bisschen anders klingt und deswegen man auch mehrere Brillen benötigen würde, wenn man das tatsächlich als Hobby betreiben möchte oder als Musiker. Aber mehr weiß ich dann auch tatsächlich nicht. Genau, und das ist eben entsprechend jetzt hier das Schlafzimmer mit dem Büro zusammen. Klein, aber fein, muss nicht sehr viel rein. Das reimte sich sogar so ein bisschen.
Und genau, das ist soweit, was hier passiert. Und dann haben wir noch einen ganz, ganz kleinen Balkon, den ich auch noch einrichten werde. Gut, was heißt einrichten? Da passt halt nicht sehr viel drauf, deswegen gibt es dort entsprechend eine kleine Liege mit den gegrillten Käsetoast drauf, paar Blümchen und Lampe. Und das war es auch entsprechend. Was ich noch so ein bisschen ausprobiert habe, um es ein bisschen interessanter zu gestalten, war hier mit einem der Regale, dass wir also auch dort eben entsprechend ja, so ein kleines Abdach haben. Fand ich eine ganz interessante Idee, dass man auf diese Art und Weise eben ja, so ein kleines Stilelement mit reinbringen kann, mal ein bisschen was anderes ausprobieren und die ein oder anderen Objekte mal zweckentfremden. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich auch im letzten Speedbuild gemacht habe, nämlich das ganze Haus nach oben verfrachten und dort wieder einen kleinen Hügel, kleinen Berg bauen sozusagen. Wir sind hier ja auf der Insel und dort gibt es auch nebenan bei diesem Grundstück entsprechend so kleine Hügel, so kleine ja, Berge jetzt nicht, ich sag mal lieber Hügel. Und deswegen fand ich es ganz interessant, dass wir es auch auf dieser Weise hier wieder umsetzen. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt so seit neuestem den Tool-Mod, also den Tool-Mod kenne ich schon länger, aber eben, dass wir dort auch die Möglichkeit haben, die Objekte hoch und runter zu leveln. Und das habe ich jetzt neu für mich entdeckt und finde das so toll, dass ich das direkt mal wieder ausprobieren musste. Also setzen wir es auch hier entsprechend um. Wir haben also das Haus auf einem kleinen Hügel und da ich jetzt hier keinen großen Platz gelassen habe, damit eure Sims dort beispielsweise einen einen Bereich haben, wo sie zum Beispiel grillen können, wo sie sich hinsetzen können, bei dem Haus selber, gibt es nebenan etwas separat einen weiteren Bereich sozusagen, der dafür geeignet ist. Also ich habe das so ein bisschen abgetrennt. Dachte ich mir, wäre ganz interessant, dass es auf diese Art und Weise so natürlich, als wenn es natürlich gewachsen ist. Oder, naja, gut, also die Hügel und Berge wachsen jetzt nicht wirklich so richtig wie Bäume, aber dass es so natürlich entstanden ist. Genau, das ist glaube ich, das bessere Wort. Natürlich entstanden ist, dass wir also auf hier eben entsprechend den Bereich was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Also den Bereich zum Grillen, so, dass wir den auf einem anderen Bereich haben des Hauses. So rum kann man, glaube ich, sagen. Ihr seht es gleich, wo es gelandet ist. Genau, hier kommen jetzt erstmal noch jede Menge Pflanzen auch hier wieder entsprechend. Wie auch schon beim letzten Speedbuild, dass wir also auch hier auf jeden Fall sehr viele Pflanzen haben, sehr grün bewachsen. Denn man muss so das eine oder andere so ein bisschen kaschieren, weil es ansonsten entsprechend nicht ganz so hübsch aussieht. Aber gerade dadurch, dass wir hier eben diese vielen Pflanzen haben, macht das Ganze eben wieder ein bisschen belebter und sieht eben auch entsprechend schöner aus. Es ist einfach eben zugewachsen. Genau. Und man hat auch hier eben entsprechend so ein bisschen Natur drin. Genau. Auf jeden Fall, wer Pflanzen mag, kann hier ein bisschen ausrasten, sag ich es mal so. Auf jeden Fall. Also mal sehen, was wir sonst noch mit dem Tool-Mod alles gestalten können. Ich weiß, es gibt ja noch weitere Veröffentlichungen von dem Tool-Mod. Der Ersteller Twisted Maxi ist, glaube ich, momentan dabei, den Debug-Modus zu katalogisieren, dass wir schon die Objekte aus dem Debug-Menü sortiert bekommen, dass wir also nur noch sagen müssen, okay, wir möchten Outdoor-Sachen haben und dort werden alle Pflanzen aus dem Debug-Menü angezeigt. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Public Release wird oder ob das eben von seinem Patreon nur zur Verfügung steht. Das muss ich nochmal gucken. Aber es wäre auf jeden Fall eine super geile Möglichkeit, dort entsprechend den Debug-Menü ein bisschen besser zu gestalten, aufzuräumen und dass man nicht Ewigkeiten sucht. Das finde ich immer so peinlich, wenn ich hier ein Objekt habe, was ich weiß, ich brauche das, will das und ich suche hier 3 Stunden. Das finde ich immer ein bisschen, aber gut, so ist es. Wir bekommen immer mehr Objekte und deswegen müssen wir uns dran gewöhnen. Aber hier ist jetzt erstmal das Haus fertig. Das Haus gibt es natürlich auch in der Galerie. EAID ist Eistierritter, schaut da sehr gerne mal vorbei. Schaut auch gerne in die Infobeschreibung rein, dort habe ich euch alle Links zu mir noch einmal aufgelistet. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe es gefällt euch und wir sehen und hören uns in einer der nächsten Videos. Bis dann erstmal. Tschüss.